Hallihallo! Auch von unserer Seite gibt es mal wieder Neuigkeiten. Wir melden uns mal wieder. Ist jetzt auch schon einen Monat her. Ja, bei uns sind viele, viele kleine Lebewesen dazugekommen. Und zwar mehrere zigtausend, um genau zu sein. Wir haben uns nämlich Bienen gekauft. Das heißt, sie werden in die Imkerei mit einsteigen. Und nicht nur die Bienen sind dazugekommen, sondern bei mir ist auch mein Bart weggekommen. Hier ist es ziemlich heiß mittlerweile. Und deswegen wollte ich mein Bad weg haben, damit auch da, wenn mal Wind kommt, der Wind rankommen kann. Ja, im Laufe des Videos werdet ihr sehen, dass ich doch noch ein Bad habe. Das liegt daran, dass ich diesen Videoclip jetzt gerade ein bisschen später aufgenommen habe als den Rest des Videos. Aber jetzt viel Spaß beim Video! Bei uns wird es jetzt langsam Abend, das heißt, die ganzen Flugbienen, die draußen fliegen und Nektar, Pollen und alles sammeln, sind jetzt wieder zurück in ihrer Beute oder bald wieder in der Beute zurück. Das heißt, wir machen es jetzt ein bisschen fertig, machen den Anhänger ran, ziehen uns an und fahren los und holen uns die Bienen ab. Wir sind jetzt wieder im Auto und wir haben die Völker nicht mitgenommen. Einfach aus dem Grund, die konnten wir nicht ordentlich sichern hier. Das ist alles so ein bisschen sehr alte Beutenschuhe. Ob die wirklich heile jetzt ankommen bei uns, ist alles ein bisschen zu bezweifeln. Und bevor wir dann jetzt die Völker kaufen und verlieren, haben wir gesagt, okay, wir kommen lieber morgen wieder, ist auch nicht weit von uns, und dann werden wir morgen unsere Beuten mitnehmen und einfach die Waben, die Rähmchen quasi zu uns reinstellen und sie mit unseren Beuten transportieren, weil es ist uns doch ein bisschen zu riskant gewesen. Jetzt ist es soweit, wir bereiten alles vor, machen die Beuten fertig, um die Bienen jetzt gleich umzusetzen, und dann fahren wir heute Abend noch mal hin, die Beuten abholen oder die Völker abholen. Ein paar haben wir schon vorbereitet, fertig gemacht. Den Rest werden wir gleich noch vorbereiten. Und ihr seht vielleicht, dass auf dem Dach vom Anhänger da fehlt was. Das ist auf dem Weg, wo wir gefahren sind, eine weitere Strecke, ist das unterwegs abgeflogen. Und das sieht man also im Seitenspiegel leider nicht. Und deswegen hat man das auch erst sehr spät gemerkt. Und als man dann gefahren ist, das Suchen oder auf dem Rückweg war, ist es dann leider schon weg gewesen. Ob es jetzt mitgenommen wurde, wissen wir nicht, oder irgendwie weggeräumt wurde. Wahrscheinlich wurde es mitgenommen und wird jetzt anderweitig verwendet, aber der Anhänger hat kein Dach mehr. Ja, müssen wir uns noch was überlegen, werden wir wahrscheinlich selber was bauen als Dachersatz quasi. So sieht transportfertige Beute aus. Deckel, alles löst sich nichts mehr, schön fest. Und so werden wir auch nachher die Bienen festmachen und her zu uns fahren. Und ab in den Anhänger. So, und die 8 ist fertig. Noch 4 Stück. Und dann können wir losfahren. Und da sieht das Video, ja, eh schon um Bienen dreht, nutze ich gleich die Gelegenheit und zeige noch ein bisschen die anderen Sachen, die wir so uns besorgt haben für die Bienen. Und zwar haben wir uns gedacht, dass die Sommerküche unser Schleuderhaus wird. Ist noch viel Unordnung, sind noch nicht ganz gekommen dazu. Und hier drin ist unser Schleuderraum. Der wird noch ein bisschen angepasst, aber erstmal habe ich es genutzt, um die ganzen Rähmchen zu bauen. Und zwar für die, die es nicht kennen, aus diesen Einzelteilen, das sind die Böden, und von oben werden Rähmchen gebaut,
die dann so aussehen. Da kommt dann noch Draht zwischen. Wenn da Draht zwischen ist, hat man hier etwas, um das Wachs da rein zu schweißen. Und dann, wenn die ersten dünnen Wachsplatten, sind ja ziemlich dünn, drauf sind, jetzt sind die Bienen rein und die Bienen bauen es aus. Ja, das wird unser Schleuderhaus dann quasi sein. Wenn der Raum hier vorne frei ist, werden wir es auch nutzen, um Beuten und sowas lagern zu können. Müssen wir noch gucken, aber wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen. Das ist die Honigschleuder. Es wird wahrscheinlich irgendwann, wenn dann Honig geerntet wird, auch noch einmal gezeigt, wie das funktioniert. Aber das ist die Honigschleuder. Da können wir dann die ganzen Rähmchen reinmachen und der Honig wird dann rausgeschleudert. Ja, dann zeige ich euch nochmal was von draußen. Wir haben nämlich nicht nur 10 Beuten, sondern wir haben uns ein bisschen mehr geholt, weil wir vorhaben, einige haben ja auch gefragt, wie wir hier ja, Geld verdienen werden, ob ich hier arbeiten werde, auch als Physiotherapeut. Ich habe ja die Ausbildung ein paar Tage, bevor wir ausgewandert sind, auch abgeschlossen. Aber bis jetzt habe ich nicht vor, hier als Physiotherapeut zu arbeiten. Vielleicht irgendwann, mal gucken, ich lasse mir die Möglichkeit offen. Aber genau, so sieht das dann aus, wenn man das eingeschweißt hat. Es geht dann zu den Bienen. Die Bienen werden das dann bis zum Rand des Rähmchens ausbauen. Und in diesen Rähmchen wird dann die Brut gesammelt. So, und hier ist das Lager. Insgesamt haben wir für 60 Bienenvölker alles geholt. Ein paar sind schon gestrichen, viele, viele müssen noch. Erstmal haben wir nur ein paar gestrichen, das wird uns für dieses Jahr, ja gut, zumindest für die ersten Monate reichen. Dann müssen wir weiter streichen. Aber das ist quasi unser Beutenlager jetzt erstmal. Ja, kommt noch viel Arbeit auf uns zu. Aber ich freue mich schon, wenn wir die Bienen gleich umstellen in unsere Beuten und dann heute Abend abholen. Dann kann es ab morgen losgehen, in die Völker zu schauen. So, wir sind angekommen. Schon etwas länger, muss ich gestehen. Wir haben nämlich schon alle bis auf ein Volk in unsere Beuten umgesiedelt. Das ist das letzte, wo noch eines rein muss. Hier stehen die Bienen. Das ist eine schöne Landschaft hier auch. Hügel. So ein bisschen. Gefällt mir. Ist eine schöne Gegend. Ja. Hier sind die Völker. Man sieht schon, welche unsere sind. Die aus Styroporbeuten, grün und gelb. Eins müssen wir noch machen. Und das machen wir jetzt. Das ist jetzt das letzte Volk. Ein kleines. Ein Chili. Wir machen ist, wir gucken, ob die Königin da ist, ob sie auch Stifte legt, ob alles seinen normalen Gang geht und ob sie vielleicht schon schwärmen wollen. Wenn sie schwärmen wollen, dann verhindern wir das natürlich. Ich kann euch auch mal gleich ein Bild einblenden, wie das aussieht, wenn sie schwärmen wollen. Das ist ein ganz schöner Anblick. Hier ist bisher nur ein bisschen Futter überall drauf. So.
Ja, das war es eigentlich. Das Volk ist jetzt umgesetzt. Ja. Ich für den Transport müssen wir die Rädchen sichern, dass sie nicht hin und her wackeln. Und weil hier so wenige drin sind, füllen wir das Ganze jetzt mit unseren auf. Damit die wenig, also damit sie nicht wackeln bei der Fahrt. Dieses Volk ist auch sehr, sehr klein und das Volk werden wir auch nicht bezahlen, das nehmen wir so mit. Das werden wir dann gucken, ein bisschen aufpäppeln, es wird dann auch zu einem Volk. Genau. Da steckt ein bisschen was zwischen, damit das wirklich... Ja. Das war nicht ganz dick genug. Schneide ich die ganze Zeit zu dünne Stücke ab. Jetzt passt, jetzt bewegen sich kein Stück mehr. Das war's. Noch Folie drauf, Deckel rauf und fertig. Jetzt werden wir hier noch aufräumen und vielleicht sieht man es, wie viele Bienen hier eigentlich rumfliegen. Aber ich glaube, auf dem Video erkennt man das ganz schlecht. Also ich stehe hier inmitten Unmengen von Bienen. Man muss auch dazu sagen, ich habe als Imker keine Erfahrung. Ich meine, ich habe meinen Vater sie fragen können, in Deutschland ein bisschen was mitbekommen von ihm, aber wirklich viel Erfahrung habe ich jetzt nicht. Das ist jetzt mein erstes Jahr richtiges Imkern quasi. Ich hatte zwischendurch zwar ein paar Völker gehabt, hat mein Vater mir immer gegeben gehabt, aber also wenn ich gefragt habe, aber ich habe sie immer sofort abgegeben gehabt, weil ich nie reingeguckt habe, weil ich einfach Angst vor denen hatte. Jetzt ist das eine gute Möglichkeit, hier Geld zu verdienen. Jetzt gilt das Angst überwinden und anfangen zu imkern. Ich bin auch sehr froh, dass diese Völker nicht aggressiv sind. Wir haben Geschichten gehört oder auch gelesen, dass die russischen Völker, wenn man einmal am Morgen reingeschaut hat, kannst du den ganzen Tag nicht mehr rausgehen. Im Umkreis von 50 Metern, die stechen dich kaputt, haben wir gelesen. Aber hier, die sind ganz ruhig, wie in Deutschland, wie ich sie kenne, also wie reinrassige Völker. Die reinrassigen Völker sind am ruhigsten. Sowas mag ich. Ah, hast du gerade eine Biene draufgesetzt gehabt. Naja, so sieht das Ganze hier jetzt aus. Heute Abend holen wir sie dann alle ab. Jetzt ist es soweit. Die Bienen stehen hier alle. Bei uns ist mittlerweile Nacht, es ist 10:30. Die Bienen haben jetzt unten auch schon aufgemacht, die ersten kommen ein bisschen raus, aber die werden jetzt keinen Flug machen natürlich. Die werden jetzt erstmal bis zum Morgen warten und dann gucken, wo sie hier gelandet sind. Da kommen sie alle raus. Ja. In einen gucken wir jetzt ein bisschen rein, weil da liegen ein paar Tote vorne. Müssen wir gucken, dass sie vielleicht nicht so heiß geworden ist, ob sie noch gesund sind, aber es sieht gut aus. Bewegen sich alle, also sind wahrscheinlich nur ein paar. Die Minderheit ist vielleicht gestorben, aber im Generellen das Volk, dem geht es noch gut. Das sieht man hier ganz gut. Ich glaube nicht aus. Gut, dann machen wir sie wieder zu und gehen dann rein, auch schlafen. Das ist jetzt der nächste Tag, ca. 10 Uhr bei uns. Auf dem Video sieht man es vielleicht gar nicht so doll, aber die sind sehr aktiv. Ich gehe mal nicht direkt vor sie, weil das mögen sie nicht so. Aber da fliegen doch schon ganz schön viele rum. Und fangen an, Nektar zu sammeln. Sehr, sehr schön. Freut mich. Das heißt, die Völker haben es alle gut überstanden. Das ist sehr, sehr schön. So sieht das Ganze jetzt aus. Bei uns sind jetzt circa 2 Wochen vergangen, seit wir die Bienen haben. Die Völker haben sich jetzt mittlerweile sehr stark entwickelt gehabt. Wir hatten ja bis zu diesem Volk, wo mein Vater gerade dran ist, haben wir gehabt. Alles dahinter haben wir jetzt ergänzt.
Wir haben einige Ableger gemacht, das heißt, wir haben die starken Völker zerteilt. Und wir impfen ja so, dass wir links ein Bienenvolk haben und rechts ein Bienenvolk mit jeweils einer Königin. Das heißt, insgesamt haben wir jetzt quasi 33, ja, Völker kann man nicht sagen. Sind ja schwach jetzt, also wir haben jetzt alle sehr stark geteilt. Also es sind jetzt quasi alles Ableger, kann man sagen. Wir haben jetzt 33 Ableger. Also wir haben aus 10 Völkern 33 Ableger gemacht. Mal gucken, ob sie es alle schaffen. Wahrscheinlich schon, denken wir. Aber mal gucken, sind wir gespannt. Mein Vater hat ja einiges noch, auch an Erfahrung als Imker, allerdings jetzt auch schon einige Jahre raus und muss jetzt auch wieder reinkommen. Aber so sieht das Ganze bei uns jetzt aus. Es füllt sich langsam die Reihen. Zwei Stück hatten, oder drei Stück hatten hinten sogar keinen Platz mehr gehabt. Werden wir jetzt noch ergänzen müssen. Wir haben nicht gedacht, dass wir so viele Ableger machen können. Aber einige Völker waren echt so stark, dass wir die sogar vierteln konnten. Aber es war auch eher die Ausnahme. Eigentlich konnten wir sie eher dritteln. Wir wollen dieses Jahr noch nicht auf Honig gehen. Deswegen haben sie jetzt so stark geteilt, dass wir einfach viele Königinnen einfach haben, dass wir auf Masse gehen. Dass wir dieses Jahr dann einfach viele, ja, viele Völker vermehren. Dass wir nächstes Jahr dann mit vielen Völkern auf Honig starten können. Macht ja keinen großen Sinn jetzt für uns, mit ein paar Völkern auf Honig zu gehen, ein bisschen Honig zu haben, aber ja, die Masse macht mehr Sinn. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und es macht euch Spaß, uns zu begleiten auf der Reise. Und ich sage dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!